Wenn Aufnahmen unter Wasser gemacht werden, kommt es sehr häufig vor, dass es Störungen gibt durch die Dämpfung des Lichtes unter Wasser, durch Schwebeteilchen, durch Streuung. Das ist störend, wenn man Aufnahmen von Inspektionen machen möchte. Wir haben unterschiedliche Algorithmen entwickelt, die die Bildqualität verbessern. So können wir beispielsweise den Farbstich entfernen, sodass Bilder, die unter Wasser aufgenommen wurden, wieder in ihren natürlichen Farben erscheinen. Neu an der Entwicklung ist, dass es diese Verfahren zum Teil unter Wasser noch nicht gab, dass sie quasi adaptiert wurden aus der Welt über Luft und dass sie in Echtzeit funktionieren. Wir arbeiten daran, Verfahren zu entwickeln, die Informationen, die nicht vorhanden sind, ersetzen. Also Stichwort Super Resolution, sodass wir die Bildqualität noch stärker verbessern können. Das Kernproblem ist, dass wir immer komplexere Prozesse visualisieren wollen, immer komplexere Prozesse Menschen mitteilen wollen. Dazu nutzen wir bisher Bücher, Skripte und so weiter, Bilder. Das reicht aber nicht mehr aus, um solche Prozesse auch wirklich erfassen und verstehen zu können. Wir nutzen jetzt 3D-Modelle und diese 3D-Modelle visualisieren wir interaktiv, sodass beispielsweise Lerner sehr gut mit diesen Modellen umgehen können, sodass auch komplexe Probleme, komplexe Vorgänge einfach dargestellt werden können. Das Neue ist diese Trennung im Authoring-Prozess, dass man also 3D-Modelle nimmt, diese durch einen kompetenten Informatiker oder Designer erzeugen oder konvertieren lässt und dann ein Werkzeug hat allein für die Fachautoren, die dann mit diesen Modellen arbeiten können und auf sehr einfache Art und Weise, wie beispielsweise in PowerPoint, Animationen erzeugen kann. Momentan bewegen wir uns im Bereich des E-Learning. Wir werden dieses System weiter ausbauen zur Unterstützung der Wartungsarbeiten oder Qualitätssicherung, da auch hier Bedarf dafür besteht, diese komplexen Prozesse schnell darstellen zu können, schnell verstehen zu können und schnell damit arbeiten zu können.